Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem Video am frühen Morgen. Ich muss gleich auf Arbeit gehen. Es ist sau früh und noch dunkel draußen. Ja, ich muss erstmal frühstücken, meinen Mindestlohn verdienen wieder mal. Deutschland geht es ja so gut wie nie angeblich. Und ich wollte mal kurz ein paar Worte über den Artikel 13 verlieren. Der Artikel 13, wenn er wirklich durchkommt, wäre für YouTube in Europa ein extrem blaues Auge. Auch für Twitter und Instagram und Facebook und viele andere soziale Plattformen im Netz. Der Grund dafür, ja, angebliche Urheberrechtsverletzungen, die verhindert werden sollen, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Ausgeheckt von Angela Merkel. Und Macron wahrscheinlich auch. Und das Einzige, was ich wirklich dazu sagen kann, obwohl ich wirklich traurig bin, denn ich brauche YouTube. Ich brauche YouTube zum Einschlafen. Ich brauche YouTube zum Aufwachen. Vom Fernsehen halte ich gar nichts. Ich gucke schon seit Jahren kein Fernsehen mehr. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist: Deutschland, du bist selber schuld. Ihr habt sie ja gewählt, eure großartige Angela Merkel. Also vielleicht nicht ihr unbedingt, aber viele andere. Die barmherzige Mutti mit der sanften Stimme. Wir schaffen das. Wir brauchen eine europäische Lösung. Diese Frau, die noch nie wirklich in ihrem Leben richtig gearbeitet hat. Die keine Kinder hat. Eine ehemals kettenrauchende, nägelkauende Pastorentochter. Die eigentlich schon längst im Ruhestand sein sollte, will anderen vorschreiben, was sie zu sehen haben. Und YouTube und viele andere Plattformen sind wirklich in den letzten Jahren sehr mächtig geworden. Was soll man dazu sagen? Im Großen und Ganzen hoffe ich nur, dass wenn der Artikel 13 wirklich durchkommt, es einen dermaligen Aufstand gibt, dass die Elite wirklich einen Tritt in den Hintern bekommt und davon ablässt. Wenn Europa wirklich so weit ist, oder besser gesagt die EU, nicht Europa, die EU, dass das Internet so zensiert werden sollte, dann ist das kein Europa, in dem ich leben würde. Ich reiße mir jeden Tag den Arsch auf, ich gehe auf Arbeit. Von früh bis spät, ich muss dann gleich los. Ja, wir haben es jetzt 5:15 Uhr. Dauert nicht mehr lange. Muss mein Mindestlohn verdienen. Ja. Ich lebe nicht im Saus und Braus, aber ich kann mir leisten, was ich leiste. Ich habe keine großen Ansprüche. Aber YouTube gehört zu den einigen kleinen Vergnügen für mich. Und jetzt hat eine alte, vertrocknete Frau die Ambition, all das zu nehmen. Das ist wirklich eine Sache, die mir schon seit Tagen wirklich, ehrlich gesagt, echt Kummer bereitet. Ich habe kein Fernsehen mehr, also ich habe zwar eine Bildröhre, vor allen Dingen ein Flatscreen. Aber bestenfalls Netflix schaue ich dort oder ich zocke. Mehr mache ich nicht. Ich habe meinen Fernsehen abgemeldet. Ich brauche es nicht mehr. Und ich will es auch nicht mehr. Ich habe, glaube ich, zuletzt Fernsehen geguckt. Oh Gott, wann war das? Ich glaube, als die Animes auf RTL 2 noch gelaufen sind und dann abgeschafft wurden, dann brauchte ich es nicht mehr. YouTube hat Fernsehen meines Erachtens nach schon lange überholt. Und auch viele soziale Medien. Du kannst dir angucken, was du willst, wann du willst und wie oft du willst. Und das sehen viele andere auch so. Und all das soll schon bald der Vergangenheit angehören. Ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass ich wirklich traurig bin. Und ich kann nur hoffen,
Da ich nicht die einzige Person bin, der es so geht, das sind ja Millionen von Menschen, das weiß ich ganz genau. Dass es irgendeinen Protest gibt, der diesen Leuten, die das ausgeheckt haben, einen Maulkorb vorsetzt und ihnen klar macht, dass das nicht geht. Naja, es haben schon viele andere drüber gesprochen. Es ist wahr, ich teile die Meinung vieler anderer Menschen. Jetzt weißt du auch, warum England aus der EU ausgestiegen ist. Kann ich verstehen. Europa ist schön, die EU ist scheiße. Entschuldige, dass ich das sagen muss, aber so wie das hier läuft. Ja, Deutschland geht so gut wie nie. Ich weiß, wie gut es Deutschland geht, ich sehe es jeden Tag. Naja, fast jeden Tag. Ich kann mir keinen Urlaub außerhalb von Deutschland leisten oder irgendwelchen Luxus. Ich kann mir gerade mal meine Miete leisten und was sonst noch nötig ist. Aber das ist okay. Ich bin nicht so anspruchsvoll. Ich hoffe wirklich, dass YouTube und viele andere Plattformen uns nicht weggenommen werden wegen irgendeiner verrückten alten Frau, die ich nicht mal gewählt habe. Die streng genommen betrachtet eigentlich kein Bürger gewählt hat. Ich habe das mal meiner Psychologin gesagt. Die wusste auch nichts von Artikel 13. Das ist zum Totlachen gewesen. Die hat vom Internet genauso viel Ahnung. Wäre es wirklich nicht auf YouTube erwähnt worden, die meisten würden gar nichts davon wissen. Die haben keine Ahnung. Scheiße. Echt scheiße. Nicht wegen meinem Kanal, ich meine, der macht das gerade nicht fett. Aber viele andere Kanäle. Es gibt viele Kanäle, die ich sehr liebe, und ihr sicherlich auch, gehe ich mal davon aus, die einfach, wie soll ich sagen, fehlen. Wo ich aber weiß, dass der Artikel 13 definitiv greifen würde. Da gibt es so viele Sachen auf YouTube. Du kannst Strikes bekommen, du kannst Urheberrechtsverletzungen begehen, was weiß ich, alles Mögliche. Und zack, ist dein Kanal weg, ja. Und all das ist völlig bedeutungslos, wenn eine einzige, furchtbare alte Frau etwas in die Wege legt und für alle den endgültigen Strike quasi aufbürmt. Tja. Und für diejenigen, die in Westdeutschland leben, bekommt jetzt gerade ein Hauch DDR zu spüren. Zensur. Nein, man darf in der Öffentlichkeit nicht sagen, was man denkt. Die Zeiten sind vorbei. Und schon gar nicht von etwas, das derartig Kraft besitzt wie YouTube. Das ist wahrscheinlich der eigentliche Grund. Hier geht es nicht um Urheberrechtsverletzung, wenn das wirklich der Grund wäre. Copyright. Wenn das wirklich stimmen würde, dann hätten wir schon vor Jahren diese Sache gehabt. Vor Jahren. Es hat sich keiner wirklich großartig beschwert. Im Gegenteil, man hat sogar Geld verdient mit Schleichwerbung. Aber ist ja egal, scheiß drauf. Das ist ein Jammervideo. Ich beende das jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ich hoffe, dass YouTube uns erhalten bleibt. Tschüss.